Ja, also es ist nach einem halben Jahr Bauzeit endlich fertig. Super ist es geworden. Und dann hat es immer geheißen, wir brauchen einen guten Koch. Und irgendwann habe ich den Robert kennengelernt. Und mit dem Robert habe ich mir gedacht, der ist dann so gut, dass wir gesagt haben, weißt du was, wir machen was gemeinsam. Und eben eine ganz andere Schiene wie daneben, die Pizzeria Glory. Wir sind in top in Vorbereitung, es läuft soweit alles, die Burschen geben alle Vollgas. Wir warten halt ein paar Leute und schauen wir mal, dass wir zurechtkommen. Ja? Mein Aufgabenbereich ist eigentlich das Restaurant, die Angestellten zu führen. Zeitplan ist momentan ein bisschen stressig, aber es wird schon umgehen nach dem Wochenende, nicht? Halleluja, jetzt wird bei mir auf und schon mal. Halleluja, Amen, Amen. Jetzt wird bei mir auf und schon mal. Jetzt wird bei mir auf. Ja, beim Bierenstechen ist es natürlich wichtig, dass man vorsichtig draufschlägt, weil wenn es zu stark ist, dann spritzt es ordentlich und dann werden die Beteiligten auch ziemlich nass. Wir haben allerdings schon ein ruhiges Fasel verwendet in den Räumlichkeiten herinnen, dass nicht alles voller Dreck wird. Ja. Ich wollte mal eine Farbe einbringen da und das ist damit wieder so ein Bild gelungen. Die Motive, ja, sind immer die griechische Mythologie. Das ist der Centaur, das ist der weiße Bulle, also ein heller Bulle. Und der hat natürlich Jungfrauen und junge Burschen verzehrt. Verstehst du? Das sind zwei Dinge. Nummer eins war das ein Stall, da passt ein Stier einer, also das war so. Und nebenbei ist noch, hoffe ich, dass wenn man es was zu essen bekommt, dass ein gutes, junges Fleisch konsumieren kann. Wie ich dazu gekommen bin, der Gidi ist wirklich ein sehr, sehr guter Freund von uns. Wir machen eine gemeinsame Gipfeltour, er hilft mir bei der Bühne, beim Ton und allem rundherum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir wirklich eine Freude und eine Ehre, heute da zu sein, weil wir haben halt eigentlich einen kleinen Probelauf gemacht und trotzdem sind so wahnsinnig viele Leute da gewesen, oder? Echt wahnsinnig geil, super gelaufen. Also ich bin sehr, sehr happy und dass ich als Nordtiroler mal nach Osttirol komme, super geil, echt. Schön.